Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video über Black Desert Online. Heute geht es mal um das Thema Performance-Optimierung. Viele unter euch, habe ich auch mitbekommen und sehe es regelmäßig, haben ihre Schwierigkeiten damit, dieses Spiel eben in der bestmöglichen Grafik zu spielen. Und ich möchte euch heute ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie ihr es denn hinbekommen könnt, nur durch ein paar Ingame-Einstellungen die bestmöglichen FPS zu bekommen. Ich möchte noch als Vorab-Info geben, die bestmöglichen FPS sind immer eine subjektive Sache. Bedeutet, jeder von euch hat ein anderes Ziel, was er in FPS erreichen will. Ich sage nur dazu, BDO läuft optimal, auch mit den Treffererkennungen bei 60 FPS. Aber wie gesagt, jeder hat ein anderes Ziel. Für manche sind 60, für andere 120, für den anderen sogar noch höher vielleicht. Ich möchte euch mit dem Guide lediglich zeigen, wie ihr die FPS erreichen könnt, die ihr erreichen wollt, ohne dass ihr zwangsläufig eure Einstellungen komplett runterdrehen müsst. Denn das möchte keiner, möchte ein Spiel spielen, das aussieht wie ein Gameboy-Spiel. Genau das werde ich euch heute zeigen. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert mich und aktiviert die Glocke. Gerne auch lasst ein paar bisschen was in den Kommentaren da, falls ich vielleicht was vergessen habe, ihr Ideen für ein anderes Video habt oder ihr einfach was zu dem Video sagen möchtet, auch ob es euch geholfen hat, denn mir hilft das sehr, wenn ich weiß, dass meine Videos tatsächlich bei euch auch was gebracht haben. In diesem Sinne, wir switchen rüber, dann zeige ich euch, wo die Einstellungen zu finden sind und worauf zu achten ist im Spiel. Und am Ende gebe ich euch noch zwei kleine Tipps, was ihr machen könnt, falls ihr nicht die Hardware habt, um sowas wie Black Desert zu spielen. Aber wir switchen jetzt erstmal rüber. So, in-game angekommen. Es ist eigentlich ziemlich einfach, in die Einstellungen zu kommen. Ihr drückt einfach Escape, dann könnt ihr entweder F10 drücken oder auf Option drücken und dann müsst ihr hier nochmal auf Option drücken oder ihr drückt einfach die 1 dann und dann seid ihr in diesem Fenster. Die einzigen beiden Einstellungen, um die wir uns heute kümmern werden, sind Performance und Bildschirm. Ich möchte auch dazu sagen, ich weiß selber oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr selber wisst, wie man Einstellungen runterdreht, wenn ihr es braucht. Heute werde ich euch nur zeigen, wie ihr optimiert, ohne dass ihr runterstellen müsst. Das will ich nochmal betonen, deswegen gehe ich nicht auf jede Einstellung ein, sondern nur auf die Optimierungseinstellungen. Wir fangen direkt mit einem der wichtigsten Einstellungen an, wie ich finde. Der Auto-FPS-Optimierer und das Hochscale, also die zwei, die mir am wichtigsten sind. Der Auto-FPS-Optimierer macht nichts anderes, als wenn du die Ziel-FPS, die du hier einstellen kannst, über diesen Regler nicht erreichst, fängt er an, automatisch Sachen auszublenden, Einstellungen runterzudrehen und so weiter und so fort. Das ist dann hilfreich, wenn du, wie man hier im Regler sieht, immer unter 60 FPS fallen würdest. Also 60 FPS ist hier das Maximum. Du kannst natürlich auch, wenn du sagst, du erreichst sonst immer nur 60 und sagst, 30 soll aber das Minimum sein, kannst du es auch auf 30 einstellen, sodass du immer im besten Fall 30 erreichst. Finde ich, ist ein wichtiges Tool, gerade für eben Leute, die Schwierigkeiten haben, eben diese speziellen FPS zu erreichen. Falls ihr immer über diesen FPS seid, würde ich fast sagen, ist das für euch uninteressant. Aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen. Ich finde, ein wichtiges Tool für etwas schwächere Systeme. Und meine absolute Lieblingseinstellung, und da ist völlig unabhängig, wie gut dein System ist und was deine Ziel-FPS sind, hochskalieren. Hochskalieren ist eigentlich nichts anderes, als dass das Spiel eine niedrige Auflösung, also eine niedrigere Auflösung nimmt, als die, die du angegeben hast. Sagen wir jetzt, du spielst wie ich in Full HD. Dann nimmt der als Beispiel 720p. Und skaliert es hoch, aber wieder auf Full HD und tut es dann mit künstlicher Intelligenz glätten, dass es aussieht, als ob es Full HD wäre. Das hat, den Effekt zur Folge, dass du die Performance bekommst, wie wenn du auf 720p spielen würdest, nur halt in Full HD spielst. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Und diese Option ist, egal auf welche FPS ihr hinaus wollt, super, 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 super wichtig, denn die funktioniert auf Nvidia und auf AMD-Karten. Das möchte ich schon mal dazu sagen. Es ist also völlig unabhängig, welche Grafikkarte ihr benutzt. Diese Option funktioniert überall. Und ich würde auch definitiv dazu raten, die AMD Fidelity-Version zu benutzen, nicht dieses normale Hochskalieren. Nehmt das AMD Fidelity, da habt ihr nämlich auch die künstliche Intelligenz, die euch das Bild dann schön glatt und knackig macht. Ihr werdet zwar trotzdem, für die unter euch mit guten Augen, feststellen, dass das Bild dann etwas unschärfer ist. Nichtsdestotrotz ist meine persönliche Meinung lieber ein etwas unschärferes Bild, als dass ich die Grafik komplett runterdrehen muss. Das muss aber jeder für sich wissen.
Ganz, ganz, ganz wichtige Einstellung, der Energiesparmodus. Der ist aus irgendeinem Grund immer, wenn ich das Spiel installiere, pauschal an. Macht den unbedingt aus. Der macht nichts anderes, als eure Performance zu drosseln, um Energie zu sparen, wie der Modus ja schon sagt. Ausmachen. Wichtig hierbei, den gibt es zweimal. Den gibt es einmal hier bei Performance-Optimierung und einmal bei Bildschirm und Qualität ganz unten. Beide bitte unbedingt ausmachen, wenn ihr die maximale Performance rausholen wollt. Dann für alle unter euch, die mehr als 8 GB Arbeitsspeicher haben, die Performance-Optimierung. Die macht nichts anderes, als Daten zwischenzuspeichern, damit ihr nicht, wenn ihr in eine neue Gegend kommt, Ruckler bekommt, weil alles frisch laden muss. Der tut mehr in euren RAM reinstecken. Ihr wollt deswegen mehr als 8 GB Arbeitsspeicher, weil es würde auch mit 8 funktionieren. Der Punkt ist einfach nur, man will ja immer Luft nach oben haben. Und es bringt ja nichts, wenn das Spiel so viel Arbeitsspeicher nutzt und dann hat euer System nichts mehr und dann wird euer System instabil. Deshalb, wenn ihr mehr als 8 GB habt, würde ich das anmachen. Performance-Optimierung. Dann Effektoptimierung und Charakteroptimierung. Ziemlich ähnlich wie die Auto-FPS-Optimierung. Er tut eben anpassen, je nachdem, was eure Präferenz ist. In dem Fall Performance oder die Effekte. Ändert der dann so ein bisschen, wie die Effekte bei euch aussehen. Charakteroptimierung stellt den Zoom ein. Spielt ein bisschen damit rum. So krass viel Unterschied macht es nicht. Die Effektoptimierung macht nur zum Beispiel viel Unterschied, wenn viele Leute in der Nähe sind. Die Charakteroptimierung hat sogar nur noch geringeren Effekt. Also das sind Kleinigkeiten, sie können aber helfen, deswegen erwähne ich sie hier. Und wir kommen jetzt zu einer der besten Einstellungen, die es hier gibt. Das ist quasi einer von den Top 3. Also wir hatten jetzt hier die Auto-FPS-Optimierung, hochskalieren und andere Abenteurer verbergen. Das ist gerade bei Events und Weltbossen sehr wichtig, denn da sind viele Spiele auf einem Fleck. Und egal wie gut euer System ist, es wird in die Knie gehen, wenn da so viele Leute sind. Macht also unbedingt diese Einstellung an. Ich habe sie sogar immer an, weil ich keine Lust habe, dass wenn ich bei einem Weltboss bin, ich plötzlich Daumenkino spiele. Gar keine Lust. Deswegen diese Option unbedingt anmachen, wenn ihr wisst, ihr geht in eine Gegend, wo ganz viele Leute sind. Wenn jemand gerade vielleicht sogar weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben, ab wie vielen Spielern sich der Modus aktiviert. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, ab wie vielen Spielern das eintritt oder ob das je nach Hardware und FPS ist, dass der reagiert. Vielleicht weiß das jemand, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass es mir immer hilft, wenn ich bei Weltbossen bin. Und das ist alles, was ich wissen muss. Begleiter und Abenteurer ist noch eine subjektive Geschichte. Ich persönlich muss nicht immer sehen, wo die Arbeiter rumrennen. Ich muss nicht immer sehen, wer welche Begleiter dabei hat, also Pets. Deswegen habe ich nur meine eigenen Pets an und habe die Arbeitersachen ausgeblendet. Das ist eine subjektive Geschichte. Ich wollte es aber erwähnen, wenn ihr das ausmacht, kann das bei etwas schwächeren Systemen zu Performance-Verbesserungen führen. Beim Thema Spielfenster gibt es noch, ganz wichtig, vor allem für Windows 10-Nutzer, Vollbild. Das ist deshalb wichtig, Windows 10 gibt weniger Ressourcen an Programme, die nur in einem Fenstermodus laufen, wie wenn ihr es im Vollbild laufen lasst. Wenn halt der Fokus zu 100% drauf ist. Windows 11-User hingegen müssen sich da weniger Sorgen machen, Windows 10-Benutzer, aber unbedingt, wenn möglich, Vollbildmodus anmachen. Dann haben wir noch bei Effekte der Fotofilter. Das ist ein Effekt, der wird drüber gemacht, ausmachen, wenn ihr ein schwächeres System habt. Und mit schwächeren Systemen meine ich wirklich, wenn ihr schon Probleme habt, eure 60 FPS zu halten, Fotofilter nicht benutzen. Das ist was, das wird drüber gelegt. Also ein Post-Processing-Effekt braucht ihr nicht. Wenn ihr unbedingt was einstellen wollt, dann macht das hier an den Reglern. Macht aber hier nicht extra so einen Filter hier über die empfohlenen rein, bringt nichts. Das waren schon alle Ingame-Einstellungen. Mehr gibt es Ingame eigentlich nicht zu sagen zu den Optimierungen, die ihr machen könnt, damit ihr ein bisschen mehr FPS habt. Ich werde in Kürze auch noch ein Video dazu machen, was man in Windows machen kann. Das wird dann aber unabhängig von BDO. Heute wollte ich mal speziell nur auf BDO eingehen. Wir switchen jetzt nochmal ganz kurz rüber und dann sage ich euch noch zwei kleine Sachen, die euch sehr, sehr helfen können, wenn ihr gutes Internet habt, aber nur einfach nicht die Hardware, um ordentlich zu spielen. Wir gehen rüber und dann erzähle ich es euch. So, die zwei Kleinigkeiten, die ich euch noch erzählen wollte. Und zwar Thema Cloud Gaming. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon mal gehört, Thema Cloud Gaming. Im Endeffekt ist das nichts anderes als die Möglichkeit, dass du Spiele spielst über einen Server. Also dir wird ein Server, ein Teil von einem Server zur Verfügung gestellt, damit du
die äquivalente Performance, mit der dort geworben wird, bekommst, um zu spielen, was du willst. Ohne, dass du den Stromverbrauch hast, ohne, dass du die Hardware besitzen musst. Das gibt es in zwei Formen. GeForce Now, das ist quasi nur Spiele. Das heißt, du musst die Spiele besitzen. Du verbindest quasi GeForce Now mit zum Beispiel Steam. Und dann kannst du deine Steam-Spiele spielen, die du besitzt. Ich muss dazu sagen, es funktionieren nicht alle Spiele. Es gibt eine Bibliothek. Ich kann euch aber sagen, es BDO zum Beispiel funktioniert, ARK funktioniert. Also die sind alle in dieser Liste mit drin. Deswegen erwähne ich es hier auch. Wenn BDO nicht mit drin wäre, würde ich es hier nicht mit reinbringen. Also BDO funktioniert bei GeForce Now. GeForce Now hat auch noch den Vorteil, ihr müsst das nicht am PC spielen. Ihr könnt das entweder an einem richtigen Desktop, ihr könnt das an einem Laptop, ihr könnt das am Smartphone, ihr könnt das am Tablet benutzen. Ihr braucht nur das Internet. Und mit Internet meine ich eine für euch alleine zur Verfügung stehende 100.000er Leitung. Würde ich euch zumindest empfehlen, dass ihr das mal so mindestens für euch zur Verfügung habt. Im besten Fall sogar ein bisschen mehr. Falls ihr aber bei Full HD bleibt, ist das okay, kann man machen. Also funktioniert dann. Ihr müsst nur wirklich sicher sein, dass ihr diese 100.000er Leitung für euch habt. Sonst könnte es sein, dass ihr Lags bekommt oder halt das Bild schlecht ist, weil die vollen Daten nicht übertragen werden können. Wollte ich nur nochmal dazu sagen. Zweite Möglichkeit, die ihr habt, ist Shadow. Für die unter euch, die nicht nur die Spiele spielen wollen, sondern die einen eigenen PC haben wollen, da ist Shadow die bessere Lösung. Kostet ein bisschen mehr im Monat, aber ihr bekommt ein kompletten System, also einen kompletten Desktop zur Verfügung gestellt. Das hat den Vorteil, ihr könnt darüber Video-Editing machen, ihr könntet darüber auch eigentlich installieren, was ihr wollt. Ihr könnt das benutzen wie einen ganz normalen Desktop, dieses Shadow. Ich werde auch zu allen Links in der Videobeschreibung hinterlassen natürlich. Und ich sage auch gleich nochmal direkt dazu, Hashtag not sponsored. Also die geben mir nichts dafür, ich kriege davon nichts. Es gibt keinen Creator-Code, den ich hier jetzt raushaue. Ich empfehle das als ITler an euch, weil ich möchte, dass, wenn ihr schon Spiele spielt und auch bereit seid, für Spiele Geld auszugeben, dann sollt ihr diese Spiele so gut wie möglich genießen können. Und dieses Cloud-Gaming ist eben eine Möglichkeit, gerade wenn man bedenkt, wie teuer momentan PC-Hardware ist, möchte ich einfach, dass ihr die Möglichkeit habt zu spielen, was ihr wollt, wann ihr wollt und wie ihr wollt. Und dieses Cloud-Gaming gibt euch sogar noch mehr Freiheit, weil ihr dann nicht zum Beispiel an einen Laptop oder Desktop gebunden seid, sondern ihr könnt es an keine Ahnung wie vielen Endgeräten benutzen. Deswegen tue ich es hier mal extra empfehlen. Also für die unter euch, die immer gesagt haben, oh, wie cool wäre es, wenn ich die BDO mal am PC spielen könnte. Egal, wie schlecht euer PC ist, wirklich, es ist so ziemlich egal, wie schlecht. Ihr könnt dann mit GeForce Now oder mit Shadow könnt ihr die Spiele spielen, auf die ihr Bock habt. Also auch nicht nur BDO, da gibt es viele, viele andere Möglichkeiten dann. So, das waren noch die zwei Kleinigkeiten, die ich noch hinzufügen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, mich abonnieren und die Glocke aktivieren. Gerne was in den Kommentaren hinterlassen. Würde mich sehr freuen und würde mir natürlich auch helfen. In diesem Sinne, bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.